müssen mal die Halle finden. Wie gehen wir denn erstmal raus? Das ist selber gar kein Plan. Wir rausgefunden haben die MMA-Halle. Ja, ich bin direkt mit Max Kruger zusammen chillen. Ja, und danach können wir direkt noch zum Fußballspiel, weil die Borussia Dortmund-Halle ist ja auch direkt nebenan irgendwo. Judo meets Eiskunstler. Ja, ich bin Tim und 26 Jahre jung, Eistänzer. Also normalerweise zusammen mit Partnerin auf dem Eis unterwegs, heute alleine und heute mit ihm. Bin jetzt schon gespannt, wie das dann wird, wenn Judoka aufs Eis geht. Ja, wir haben uns beim Ball des Sports dieses Jahr kennengelernt. Ja, da habe ich gesehen, wie der Tanz gleich abgegangen ist. Der hat da richtig krasse Moves gehabt. Und dann habe ich hinterher erfahren, dass der Eiskunstlauf macht. Das passt ja auch gut zusammen. Unser Wettkampf ist so aufgeteilt in zwei Teile. Also wir haben ein Kurzprogramm und ein Langprogramm. Da ist das Thema auch jedes Jahr bei uns im Eistanzen vorgegeben. Da hatten wir zum Beispiel als Hauptthema so Hip-Hop-Tänze. In der Kür sind wir, also im Langtanz sind wir dann etwas freier. Und diese beiden Tage quasi, an einem Tag ist das eine, das wird zusammengerechnet, wird beides zusammen und daraus ergibt sich dann eine Gesamtpunktzahl und die meisten Punkte halt gewinnt. In dem Vorjahr bei der Weltmeisterschaft in dem Vorjahr vor Olympia holst du quasi für dein Land Startplätze. Also wenn du 18. also bis 18. ist dann ein Startplatz, ab Top 10 sind dann zwei Startplätze für dein Land und danach musst du dich natürlich national qualifizieren. Bei nationalen Meisterschaften aber das jedes Jahr anders, wie der Verband das vorgibt. Also, wo ich mir bei dir ziemlich sicher bin, du hast auf jeden Fall eine gute Körperspannung, das weiß ich auf jeden Fall. Okay. Deswegen gehen wir da einfach positiv mal ran, wir schauen einfach mal, wohin das wird. Ganz gut, dass du deine Knieschoner dabei hast, aber ein gewisses Körpergefühl bringst du ja mit. Ist natürlich schon was anderes, als wenn du jetzt andere auf den Boden schmeißt, aber ich bin da sicher, dass er das gut machen wird. Du wirst das schon rocken. Okay, das sehen wir gleich. Nein, ich brauche keine Hilfe. Scheiße. Noch ein Wettrennen, mach doch eins. Schlecht. Ich war gar nicht leer. Ich dachte auch so, oh shit. Ja. Das sind schon mal 5 Punkte. Ja, so, wenn du dich drehen würdest, was wäre für dich natürlich dann? So. Ja. Was denn? Bleib eigentlich an einem Platz. Der nächste Mal. Ja, genau so. Hä? Ja. Ja. 1. Ja, okay, wow. Ich dachte, Körpergefühl hat er. Ja, 9,5, gib mal, reicht. Ziel ist, ab der blauen Linie, so lang wie möglich, auf einem Bein zu stehen. Ja. Wow. Aber er hat so lang durchgehalten. Ich hab gesehen, vorhin bist du Wand, gell? Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Yeah.
Aber nee, ich komme nicht voran. Okay, rückwärts bauen wir nicht in das Boot. Okay. Also Kanone. Ja. Weil du mega gut schon auf einem Bein stehen kannst. Okay. Ein Bein nach vorne. Ja. Ja, aber voll gut schon. Jetzt sucht ihn der Ehrgeiz. Jetzt glaube ich auch. Ja. Du wirst auch immer sicherer. Das ist wie beim Fahrradfahren. Je schneller du bist, einfach mit mehr Geschwindigkeit. Schneller machen. Ja, das ist ja nicht gut. Ja, genau so. Ja. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber Unfall. Noch schneller einfach. Wenn du anläufst, ja. Lauf erstmal nur gerade. Geh einfach mal erst so und gerade. Nur mal gerade und beide, genau. Ja. Gerade. So, für einen Anfänger stellt er sich ganz gut an, oder? Voll. Aber habe ich ja gesagt, Körpergefühl. Ja. Aber ja, ich glaube, er hat das ein bisschen unterschätzt. Ja, das tut, glaube ich, die meisten. Lässt du dir gerade über mich? Nein. Nur das Beste. Zähl mal, wie viele Stunden trainierst du eigentlich, wenn du mal richtig in der Saison drin bist? Das ist so ein normaler Alltag für mich. Zwei Trainingseinheiten auf dem Eis, jeweils 2 Stunden, also ja. 4 Stunden auf dem Eis. Und dann kommt dann auch immer eine Stunde Konditionstraining, Krafttraining, 2 Stunden oder so. Oder Tanz, also wir haben ja in einen Tanz vorgegeben von der Musikrichtung. Ja. Kann es passieren, dass wir irgendwelche speziellen Tanztrainer einladen und mit denen neben dem Eis arbeiten und so. Also da kommen so 6-7 Stunden am Tag, kommen da schon zusammen. Krafttraining. Also viel Langhantel habe ich so für mich persönlich mit meinem Trainer die letzten Jahre so entdeckt, dass das mich auch auf dem Eis am meisten voranbringt. Witzelt natürlich jeder selber so mit seinem Trainer zusammen, aber Langhantel und sowas ist halt auch, macht halt auch einfach Bock. Was heißt Langhantel? Langhantel, also klassisches Gewichtheben dann natürlich und solche Geschichten und dann auch wirklich Kraftausdauerbereich. Also kein Maximalbereich unbedingt, aber Kraftausdauerbereich. Also wenn auch einige Stunden im Gym verbracht auf jeden Fall. Dass wir jetzt irgendwas Judo-mäßiges reinziehen können. Auf dem Eis ist schwierig mit Würfen oder irgendwas. Deswegen habe ich es gesagt, er wird mich hochgepackt oder nimmt mich einfach auf und fährt dann eine Bahn mit mir. Ja. Was ich mir ausgedacht habe zur Videoserie ist, dass hier, ich habe hier noch so ein T-Shirt von den Olympischen Sommerspielen, dass da jeder, mit dem ich das Video oder in der Videoreihe ein Video drehe, da unterschreiben lässt. Habe ich noch hier noch so einen kleinen Judo-Anzug. Ja, so ein Mini-Ding ausgemacht. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast, dass wir hier mit dir fahren durften und Spaß gemacht. Ich habe das ja im Video auch nicht nur gemacht für das Video, sondern einfach, das steht irgendwie da sehr nach dem Sportler bei auch. Und ist ein cooler Typ. Vielleicht sieht man sich. Dankeschön, vielleicht sieht man sich nächste Woche. Wenn du bei mir zu Hause bist, genau, werden wir dann sehen. Und dann ziehst du dir einen Judo-Anzug an. Ich freue mich schon drauf. So ungefähr wird das auch. Ja, aber probiert's einfach. Ja, andere Frage. Rasierst du dir eigentlich auch die Beine? Ja. Also nein.
Nee, ich habe gehört, also das Füße meines Meer ist besser, die Beine zu versehen wegen der Massage und so. Ja, ja. Ja, das hatte ich auch, weil ich hatte mal dann Beinmassage und ganzes Bein war komplett. Ja, wieso machst du das nicht? Das ist jetzt mein Profi. Ich glaube, jedem Sportler gebe ich einen Tipp so jetzt. Mein erstes Mal nicht Beine rasieren.